Mit der Motivation ist es so eine Sache. Du hast dich motiviert an der Uni eingeschrieben, mit dem Wunsch, Neues zu lernen und dich weiterzubilden. Eine Prüfung nach der anderen zu schaffen, fleißig ECTS-Punkte zu sammeln und dir dann eines Tages deinen wohlverdienten Studienabschluss abzuholen. Doch wenn es darum geht, morgens um 8 Uhr in der Vorlesung zu sitzen, für schwierige Prüfungen zu lernen oder die unaufschiebbare Abschlussarbeit zu verfassen, kann sich die Motivation schon mal verschissen. Das ist vollkommen normal und geht jedem und jeder früher oder später so. Also keine Panik. Wichtig ist, in diesen herausfordernden Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren, sich stets der gesetzten Ziele bewusst zu sein und sich selbst motivieren zu können. Das heißt also, um motiviert durchs Studium zu gehen, brauchen wir klare Ziele. Und als übergeordnetes Ziel eine Vision. Aber ein Schritt nach dem anderen. Sehen wir uns mal an, was es mit diesen Schlagworten auf sich hat und wie sie zusammenhängen. Stell dir dein Studium doch mal als Wanderung auf einen Berg vor. Zunächst musst du entscheiden, welchen Gipfel du erreichen willst. Das ist deine Vision. Vielleicht träumst du ja davon, Psychologin, Künstlerin oder Architektin zu werden. Deine Vision für die Zukunft dient als Kompass, der dir die richtige Richtung weist. Danach musst du die einzelnen Etappen planen, um zum Gipfel zu gelangen. Das sind deine Ziele. Wenn du zum Beispiel Psychologin werden willst, wird deine erste Etappe sein, die Aufnahmeprüfung für das Psychologiestudium an der Universität zu bestehen. Bis du deine Vision verwirklicht haben wirst, musst du einige dieser Ziele erreichen. Sie dienen als Meilensteine auf dem Weg zur Vision. Schließlich musst du den Weg gehen, das heißt die Ziele erreichen, die du dir gesetzt hast, und den Versuchungen widerstehen, die dich vom Weg abbringen könnten. Mit einer Vision und klaren Zielen schaffst du dir dein eigenes Navigationssystem, damit dein Studium keine ungewisse Wanderung ins Blaue wird. Schauen wir uns nun an, was es mit der Vision auf sich hat. Eine Vision zu haben ist eine große Hilfe, um Ziele zu erreichen. Sie erinnert dich daran, wo du in Zukunft stehen möchtest und dient dir als Steuerungselement auf dem Weg dorthin. Dabei ist die Vision selbst nicht das Ziel, sondern steht als Leitbild über deinen konkreten Zielen. Wer eine Vision hat, hat eine klare Vorstellung von seiner bzw. ihrer Zukunft. Dadurch fällt es einem wesentlich leichter, den richtigen Weg einzuschlagen, statt orientierungslos durchs Studium zu irren. Zudem hilft dir eine Vision dabei, dich für die Richtung zu entscheiden, die du in deinem Leben einschlagen willst. Die Maßnahmen zu bestimmen, die du ergreifen musst, um deine Träume zu verwirklichen. Das bedeutet auch, dass du durch eine Vision leichter erkennst, welche Prioritäten du im Leben setzen solltest. Chancen zu sehen. Wenn du weißt, wo du hin willst, schenkst du jenen Informationen mehr Aufmerksamkeit, die für deine Ziele relevant sind. Zeit zu sparen. Zu oft machen wir Dinge, die uns nicht weiterbringen. Eine Vision erinnert dich daran, auf was du dich konzentrieren solltest, um voranzukommen. Und schließlich motiviert zu bleiben. Wenn du dir die freudigen Erlebnisse vor Augen führst, die dich erwarten, wenn du deine Ziele erreicht haben wirst, wird dir das helfen, Ablenkungen zu widerstehen und die Hindernisse zu überwinden, auf die du auf dem Weg dorthin unweigerlich stoßen wirst. Bevor du nun selbst deine Vision erforscht, bedenke, dass eine gute Vision dich inspiriert. Der Gedanke an deine Vision sollte dein Herz erwärmen und dich zum Lächeln bringen. Sie sollte sich richtig anfühlen. Mit deinen Werten übereinstimmt? Wenn es dir zum Beispiel wichtig ist, sozial engagiert zu sein, sollte deine Vision Aktivitäten beinhalten, die anderen zugutekommen. Aktivitäten umfasst, zum Beispiel am Wochenende wandern und sich nicht nur auf Materielles bezieht, zum Beispiel einen Sportwagen besitzen. Jetzt, wo du weißt, was eine Vision ausmacht, erstelle deine eigene. Direkt unter dem Video findest du das Dokument Deine Vision. Öffne es und folge den gegebenen Anweisungen.